dass Sie alle angekommen sind. Spikes kaufen. Fledermaus bitten. Eine Bitte habe ich, der Blech. Schon 6:01. Nicht zu schwer. Immer die leichte Tour aufsetzen hier. Etwas durchsichtiger, leichter, mehr. Und dann könnten wir mit der ersten Oboe ein bisschen mehr sprechen. Also zum Beispiel ein Text, ein unglücklicher Text. Jetzt schon wieder diese Probe oder sowas. Machen wir es noch mal. Alle mit mir, gell? Geh mit mir. Ich fange ein bisschen ruhiger an. Ja? Okay, die Stelle. Und jetzt ist dort der Dirigent. Stellen, die etwas virtuoser sein könnten. Das ist zuerst mal 6:01. Bam, bim, bam, badabadam, 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 badabadam. Ob's gelingt oder nicht, den Mut haben. Badabadam, 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 bam, bam. Auch Posaunen, wenn sie es schaffen. Sehr durchsichtig, sehr leicht. Und dann die andere Stelle. Hier, badabadam, badabadam, ist für Oboe sehr, sehr unangenehm. Vielleicht etwas leichter blasen, dafür riskieren das Staccato. Vielleicht kommt gar nichts raus. Machen wir noch mal 2. Und brausen Sie ein bisschen mit, nicht? Posaunen. Es ist wahrscheinlich kalt hier, oder es ist irgendwas. Es ist nicht noch ganz so jungfräulich, wie es neulich war. Dieser Übergang ist gut, aber dann ist das, es muss etwas gefährlich sein. Sie dürfen nicht glauben, es ist gefährlich, aber nicht recht haben. Wir wollen nicht unseren Führer sehen. Wir wollen das tastend haben. Es kann alles passieren. Es wird wahrscheinlich auch. Lento machen wir nochmal. Diese Glocke, das irgendwie, klingt das für Sie wie eine Glocke von einem... Wir unterhalten uns, vielleicht können Sie ein bisschen weiter weg das machen. Da ist so ein Bunker da hinten. Na, ich will nicht, dass Sie das jetzt herumschleppen. Aber wir können wir es mal probieren? Das wäre lieb. Immer, wenn man etwas herumträgt und woanders hinstellt, dann bildet man sich ein, es ist besser. Es ist schon damit was gewonnen.
Ja. Gut, und Sie machen so nach Gehör dann, nicht? Lento, lento. Jetzt verstehen Sie mich nicht falsch. Etwas unehrlicher, etwas sinnlicher, bevor Sie die Sache anfassen, etwas vorbereiten. Nicht auf die Seite muss schon schwingen und dann, als hätten Sie schon früher gespielt. Und Sie kämen jetzt erst zum Klang. So ganz weich sich einschmeicheln. Nicht hart anfassen, nicht direkt anfassen. Das ist das, wissen Sie, man trifft erst die Haut, nicht? Erst ein bisschen die Haare. Und dann erst die Haut. Und das, wenn man ganz ehrlich sagt, grüß Gott, nicht, ist es nicht ganz dieser Effekt. Ha? Und unseren schönen Übergang vergessen Sie nicht. Drei, bitte. Beim Allegretto ist das Staccato nicht fisch genug. Es ist so, jetzt im Moment war es so, tütüm, pom, 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 so, als würden Sie Übergewicht haben. Tadam, bam, bam. Er kommt sich sehr fesch vor, dieser Mann. Er kommt sich sehr fesch vor. Nicht? Ja. Der kriegt einen Hormonstoß durch dieses Kitzeln da. Ja, und dann muss er tanzen. Tadam, bam, bim. Aber er tanzt leicht. Er ist nicht so elefantisch. Tadam, sehr staccato. Können wir das Allegretto machen? Drei vor Allegretto. Tadam, tadam, Sagen Sie, meine Herren, das müsste so überlegen sein, dass ich also völlig überflüssig werde. Das ist mein Traum. Und da wir Zeit haben, kann ich ihn vielleicht verwirklichen, vor allen Dingen mit Ihnen, dass das nirgends bremst, dass das nirgends zur Aufgabe wird, dass es sehr parfümiert ist. Eine wunderschöne Frau mit langen Beinen, daher und ein bisschen von oben herab schaut sie uns an. Aber das macht sie umso reizvoller. Und nicht drauf die Begleitung auch, nicht? Nicht die Crescendo machen Sie nicht. Machen wir nicht. Ist der Bogen okay? Ja, sehr gut. Üben wir. Machen wir das erstmal. Es ist sehr schwer zu sagen, machen wir erstmal technisch und dann mit Ausdruck. Weil komischerweise finden Sie nicht die Technik ist der Ausdruck gleichzeitig. Wenn man also technisch macht ohne Ausdruck, ist nichts. Machen Sie es gleich. Im Ausdruck. Und werben Sie. Nicht um mich oder um sonst jemand, sondern um eine imaginäre Schöne. Und denn Sie werden sie rumkriegen mit Ihrer Geige, wenn Sie es... Sicher. Fünf. Vier.
Sie kitzeln sie ein bisschen zu fest. Sie machen tritütüra, tritütüra. Und das ist nicht gut. Es muss sehr leicht sein, sonst wirkt es nicht. Nicht? Ich habe jetzt ein bisschen verwechselt, wer was ist, ob das nun die Frau ist oder sie. Aber das ist noch zu Studium. Es zwinkert nicht. Es zwinkert nicht. Es kann aber, es wird gleich. Machen wir noch einmal fünf, haben Sie Geduld. Es wird so schön. Ihnen, wenn es mal durchgeht ohne Unterbrechung. Ja, Trompeten, dass Sie nicht immer wieder zählen. Das ist so anstrengend. So, diese Riam-Triam-Triam hat auch noch nicht die Geste, dieses Wegdrehen, dieses flatterhafte Wegdrehen. Wissen Sie, es ist sehr schwer. Aber es muss diese Überlegenheit haben. Machen wir einmal noch die Stelle 5. Ich möchte das genießen. Dazu ist man ja da. Sie auch. Erstens, Sie helfen uns nicht sehr, die Flöten. Sie spielen tü-tü-tü-tü-tü-tü. Es könnte Beteiligte sein, dieses Staccato. Oder habe ich da eine Linie drauf geschrieben auf die letzte Note? Na, machen wir 8 bitte, 8 und sehr leise anfangen, 8. Also, ist gut, dass wir verdoppelt haben, nicht? Da haben Sie immer einer, der für Sie zählt. Dieses Tatadam-dam, Tatadam-dam ist nicht sehr deutlich. Es ist etwas mehr böse als verrückt. Es wird ein bisschen verrückter als böse sein. Ist dieses Zwei-Parteien-System. Tatadam-bam-bam-bam, Tatadam-dam. Sie haben ein bisschen etwas, es soll kein Vorwurf sein, ein bisschen etwas Dienstliches bei der Stelle. Weil diese ganze Stelle ist eigentlich auch für damalige Zeiten ein bisschen überspannt, ein bisschen verrückt ist das. Es ist, wenn man durchbricht mit der Kasse. Nicht? Und diese Tam, Papabi, machen wir nur Forte und die Begleitung nicht ganz so stark. Etwas leichter die Begleitung und mit mehr Freude in den Vibrato. Sie können ruhig ein bisschen ein überspitztes Vibrato spielen.
Vielleicht nicht das klassische, ein bisschen dieses etwas übertriebene Vibrato. Ich darf die kleine Terz nicht überschreiten, ne? Aber ein von diesen Vibrato, wo kein Geiger zuhört. Nicht? Wo man sich ein bisschen heurigen. Nicht ganz so klassische Vibrato. Wollen wir vor 10 bitte mit Auftakt. Vor 10 mit Auftakt. Und dann, ja, bitte mal. Vor 10 mit Auftakt. Wissen Sie, das labile, histrionische. Ich nehme alles an, was Sie mir bieten. Nur, dass wir uns verstehen. Manchmal denkt man, ah, der will es vielleicht so oder so. Ich will eigentlich gar nichts. Ich will, dass Sie was wollen. Ich möchte das genießen, was Sie dann... Ich will nur erinnern dran, dass das sehr übertrieben ist. Nicht? So muss allein ich bleiben, 8 Tage ohne dich, sagt die Frau. Wie soll ich es ertragen, dies Leid so fürchterlich? Diese Krokodilträne drin. Ist auch echt. Bei Frauen auch echt. Krokodil ist auch echt. Aber der Tenor, der sie tröstet, der wartet schon. Ne? Aber man tut so, als ob die Welt zugrunde geht. Ne? Oh Gott, wie rührt mich dies? Oh Gott, es hat diese Übertriebenheit. Auch in den Celli, diese Vibrato. Es ist nicht vom Brahms, ne? Brahms hat auch gesagt, leider nicht von mir. Aber es ist eine andere Stimmung, eine komödiantischere Stimmung. Und wie gesagt, ich kenne Sie jetzt langsam und Sie haben das. Vor allen Dingen, wenn man so mit Ihnen spricht, schenken Sie das auch noch. diese Verwandlung, dieses Übertriebene und alle die und auch das ein bisschen wegwerfen, wenn wir machen di da di da 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 di da di. Jetzt spielen Sie so da dim dum 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 dum. Ist ein bisschen traurig. Di da da di da di. Ein bisschen Gardinenstoff, nicht so echte Winterkleidung. Ha? Sie wissen, was ich meine? Übertrieben. Man müsste merken, übertrieben. Ich werde meinen Kaffee bitter trinken, weil keinem kann ich mein Leid klagen. Und es ist alles, oh Gott, wie rührt mich dies. Oh Gott, wie. Und freut sich doch jeder, nicht? Dass er die los ist. 12. Thank you.
ist ja schön. Das Portamento, wunderschön. Auch alles labil, wie es uns gerade kommt. Sagen Sie, Oboe, sind Sie so freundlich? Vielleicht nicht gar zu legato bei 13. Di da da di 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 da. Im Original sind Punkte unter einem, aber das will ich auch nicht. Und es ist auch furchtbar traurig, auch die Klarinette dann. Da di da di 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 da 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 da. Und vielleicht einen kleinen Moment vor den 16. Ein bisschen absetzen. Aber Sie machen das so schön. Ich hab's auch nicht gern, wenn Sie machen. Da 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 da. Denn es ist Text. Ich werde dein Gedenken des Morgens beim Kaffee. Wenn ich dir einen will schenken, die leere Tasse sehe. Furchtbar tragisch, ne? Komm, ganz Orchester. Das war ein großer Wagner-Verehrer, Strauss, ne? Dieses 14, das ist sehr schwer. Das kann ich nicht dirigieren. Ich meine, es gibt auch noch welches, was ich nicht kann. Aber das auch ganz Besonderes. Und zwar, wissen Sie, was mich furchtbar stört? Dass das zur... Moment, ich sage Ihnen, wenn es weitergeht. Das wird zur... Es gibt so eine knisternde Spannung da, weil Sie wollen, dass es zusammengeht. Ich auch. Aber nicht so ums Verrecken, dass es zusammengeht, ist mir nicht so wichtig, als dass es sehr verstohlen ist. Sehr schweinisch. Dass man schon dann mit dem Auftakt, wo das Markato durchgestrichen ist und nur bei den Flöte ist, so ein bisschen ein anderes Tempo hat, weiß es. Oje, wie rührt mich die? Oje, wie rührt. Und auch die kleine Trommel so hineinschleicht. Es muss eine Verschwörung sein. Diese schizophrene Mischung von, es wird traurig, nein, es wird lustig. Und dann alles ein Balanceakt, nicht ehrlich im Takt. Das spinnen Sie ein bisschen. Lassen Sie den anderen spielen, wenn Sie zufällig nicht die Laune haben, dann tun Sie nur so, als ob. Dann spielt wenigstens die Hälfte. Das genügt fast bei dieser Stelle. Aber besser ist natürlich, wenn alle und sehr wenig. Ich drücke mich sehr unklar aus, nicht? Ist auch meine Absicht hier. 2:14. Da sind die Bässe zu stark. Nicht? Die Bässe abstufen, es muss sein. Es muss sein, die Bässe sind zu stark. Das müsste kaum gespielt, so wie Sie ein anderes Stück üben, während das Orchester etwas anderes probiert. Sie sehen, so für sich, manchmal übt man so Stellen, man hört das manchmal in der Oper vor allem. 14 mit Auftakt. 1, 2. Sagen Sie, wir haben da einen Trick bei den ersten Geigen. Es ist sehr dumm mit dem Umblättern, nicht? Jetzt werden Sie sehen, dass auf der nächsten Seite, auf 7. Takt der nächsten Seite, könnten Sie ein Wiederholungszeichen reinmachen und zweimal diese 8 Takte wiederholen. Dann blättern Sie bei der Stelle dim, blam, blim, blam, blim. Ist leichter. Nicht? Machen wir 14 mit Auftakt. Erraten. Sie müssen erraten. Erraten. Mit Rundfunk. Ohne Verbindungskabel. Erraten. Weil Sie eben ein Orchester sind und nicht irgendeine zusammengewürfelte Menge auf den Dirigenten angewiesene Menschen, sondern Sie haben ein Erratungsvermögen. Sie müssen sicher viel erraten. Sonst auch. Das ist noch nicht das. Schauen Sie, haben Sie bitte mit mir Geduld. Das ist
Dam, dam, dim. Dam, dam, dam. Es ist gut. Aber jetzt diese. Ein super Staccato. Ein super Staccato. Ein richtiges Staccato. Wenn, sagen wir, 5% spielen, mehr, vielleicht gehen Sie mehr runter, mehr in die untere Hälfte. Ich war ein richtiges Staccato, ein nadeliges. Und auch bei uns. Manche spielen tim, tim, tam, 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 tam. Das ist Staccato. Aber es ist nicht das Staccatissimo. Die Freude, den Rhythmus ein bisschen Richtung Parodie zu verschandeln. Und doch so leicht. Nicht? Und jetzt ist es eine Übung. So eine Pflichtübung. Es geht so in die Seite. Staccato ist sehr schwer. Staccatisten bitte für die Stelle. 15. 15, nicht? Ist das richtig? Ja. Da Yam. Fortissimo sollte ein echtes sein. Ich werde doch alles schlagen. Gut. Schauen Sie. Vor 17, die Trompeten. Auch die Pauke ziemlich hart. Und jetzt ein richtiges Fortissimo. Vielleicht sagt jemand bei Strauss. So ein böses Fortissimo. Doch, warum nicht? Bis dahin war nur Forte, nicht? Eine Art Crescendo. Einmal soll man doch mal losgehen. Also 16. Oh, bevor ich das mache, die Flöte und Klarinette, das klingt jetzt auch ein bisschen. Sie wissen, ich möchte Sie immer bei den Vergnügen beobachten. Sie machen so kurz die lange Note. Ich war spät. Spät anfangen, schön flüssig, unerklärlich, so aufgehängt. Und dann eine schöne lange Note. Genießen, entspannen und genießen. Nicht? 17. Ich werde dann auch allmählich entspannen. Wenn ich merke, dass Sie genießen, entspanne ich. 16 bitte. Können wir das mal machen? Ja. Entschuldigen Sie, dass ich immer so unterbreche an Stellen, wo man weiterspielen möchte. 2 vor 19, bitte. Gut, jetzt. Moment, Sie haben meine andere Fraktion, meine CDU-Fraktion macht nicht mehr, Sie machen wieder so akademisch. Sie,
Ist es etwas anderes, wenn ich sage, ja, ich schlag dich tot? Ne? Ich schlag dich tot! Ich meine, es ist in diesem Fall nicht angebracht, es fällt mir nichts anderes ein. Es ist da draußen auf dem Spiegel, ist so schön, ein Geiger will einen Dirigenten umbringen. Ne? Vielleicht komme ich da. Ich bin immer bewaffnet. Das ist eine andere Partei. Wenn Sie denken, ta 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 di di bam bam, ist nicht gut. Hier ist die Partei. Und da ist die Partei. Als würden Sie ihm sagen, sei still, no? Sei starr. Und gleichzeitig leicht. Hart, aber leicht. Wie ein kleiner Karateschlag. Das ist schön, dieses Piano. Das ist wunderbar. Das ist herrlich. Machen Sie das erste Mal auch so. Vergessen Sie es nicht. Ich werde es bestimmt vergessen, aber Sie vergessen es nicht. Wenn man das hört, das macht wirklich Spaß. 2:19. Die am Tod. Ja, erraten. Ich bin ein Mensch sehr langsam vom Begriff. Ich komme jetzt langsam drauf, wo es fehlt hier. Ich glaube, Sie werden mir recht geben. Die Achtel sind zu nikotinarm im Rauch. Dieses Spiel, ihr müsst ein bisschen mehr Teer haben. Ein bisschen giftiger sein. Man ist schon besoffen, nicht so besoffen, dass man kaum gehen kann, aber dass man gerade... Nicht? Autofahren, dass man noch gerade Autofahren kann. Etwas giftiger die Achtel. Etwas mehr Nikotin drin. Nur die Achtel. Ja? Und dieses Mal ist fortissimo. Das erste Mal ist nur forte. Versuchen wir es einmal auf fortissimo, die Stelle. 20. Es wird schon... Sie hören da vielleicht nicht gar so. Außerdem... Aber ein bisschen jetzt pfeife ich auf die ganze Angelegenheit. Als wäre ein Cent drauf auf die Achtung. Vielleicht hebt das uns ein bisschen. 21. Wir spielen durch ohne Unterbrechung bis Schluss. Ich unterbreche mal nicht. Nimm's mir vor. Musik.